Weiter gehopst in Elder Scrolls Online, dem Spiel, wo wir schon wieder in Leavin sind. Es hat sich so ein bisschen ergeben, weil wir gerade irgendwie eine komische Nebenmission abgegeben haben. Und ich mit abgeben meine ich wirklich nur abgegeben, weil wir finden irgendwie einen Ring. Das war eigentlich schon das zweite Mal, dass wir irgendwo in der Pampa einen Ring finden. Okay, das erste Mal war in den Totenländern, aber trotzdem, warum finden wir irgendwelche komischen... Hat er hier einen Pumba? Er hat ein gepanzertes Pumba? Warum haben Leute sowas? Achso, bevor wir nach Gideon gehen... Gibt es etwas, was ich tun kann? Ich lausche. Ihr seid ja ganz umgänglich. Seid nur ehrlich mit mir und wir werden uns gut vertragen. Ja genau, ich will nämlich meine Beziehung mit ihm noch ausbauen. Was kann ich für euch... Na gut, das, Kann ich ja nicht irgendwie Fähigkeiten draufziehen? Also irgendwie so ganz verstehen tue ich das auch noch nicht. Also er hat bestimmt... Achso, doch, kann ich. Anzünden. Segne Feuer auf sich eine Wunde auszubauen. Okay, er brennt Wunden aus, das ist ja schön. Achso, ich müsste, was ist das hier? Ich weiß nicht, kann sein, machst du mal das Leben wieder her? Okay, er heilt sich, also okay, das ist ja toll. Also wie gesagt, idealerweise würde ich ihn einfach komplett auf Heilung setzen, aber egal. Wir reisen nach Gideon, weil dort wollen wir eigentlich hin. Um sich hier Richtung Westfall, ist auch egal. Wir wollen nach Gideon, um dort mit Käse der Schwarzflosche zu reden. Schwarzflosche. Genau. Genau. Oh, diesmal ist es in einem anderen Haus. Waren wir in der Bude schon drin? Herrenhaus der Gouverneurin? Wahrscheinlich noch nicht. Oh, er mag es bestimmt nicht, wenn ich klaue, oder? Er ist doch so ein aufrechter Typ. Helga Summerwain. Ja. Was haben wir hier schon? Die Stämme von Dunkelfrost und die Grenzen? Oh, das ist ja schön kurz. Das können wir vorlesen. Dann mache ich das auch. Die Stämme von Dunkelforst, Gideon und die Grenze. Von Immanubert Hurend, Mitglied des Bundes der Reisenden von Wegesruh. Nach einer langen und gefährlichen Exkursion nach Trübmoor hielt ich es für die beste Idee, nach Hause zurückzukehren, nach Hochfels, um mir dort meine wohlverdiente Ruhe zu gönnen. Aber offenbar hatten die 8 andere Pläne. Die Verkaufszahlen meines ersten Buches, die Stämme von Trübmoor, hatte die Erwartungen weit übertroffen. Ein herrliches Dilemma für jeden Forscher. Um also diese neuen Nachfragen zu befriedigen, verabschiedete ich mich in die Region Transnibien von meiner Karawane, um mich aufzumachen gen Osten, in Richtung Gideon. Für alle Leser, die noch nie dort waren, Gideon ist eine paradoxe Mischung zahlloser Kulturen, ein verwirrendes Sammelsurium aliedischer Architektur, kaiserliche Geschichte, katharingischer Folklore und agonischer Tradition. Trotz seiner umfangreichen kosmopolitischen Geschichte ist das heutige Gideon fast ausnahmslos von Argoniern bewohnt. Anders als ihre Väter im Süden, die ich mittlerweile liebe wie eine Familie, tragen die Argonier auf dem Dunkelforst die Namen ihres langen Kontakts mit Cyrodiil, den jedoch auch Vorteile gebracht hat. Sie sprechen die Sprache Cyrodiils präzise, machen ihre Geschäfte subtiler und kommen besser mit fremden Traditionen zurecht. Dies geht häufig zu Lasten alter Traditionen und der unverfälschten Varianten der argonischen Philosophie. Als ich zum ersten Mal hörte, wie ein Argonier offen für die Vorrangstellung des Hists in Frage stellt, war ich verblüfft. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass die Stämme von Dunkelforst nicht weniger komplex sind. In vielerlei Hinsicht sind sie deutlich komplizierter. Die Argonier, die an den Grenzen zum Rest von Tamriel leben, bekommen den Großteil ausländischer Übergriffe ab. Kriege, Hungersnöte, Ausbeutung der Umwelt und so weiter. Es gibt nichts, was die Argonier im Grenzland nicht schon mitgemacht haben. Daher musste ich mir so gut wie alle anderen Freundschaften mit den ansässigen Saxlee hart erarbeiten. Die meisten Argonier aus Trübmoor begegnen Auswärtigen mit einem verwirrten, beinahe schon komischen Desinteresse. Die Argonier aus Dunkelforst hingegen betrachteten Außenseiter mit einer Skepsis, die an Zynismus grenzt. Eine lokale Anführerin namens Kesho hat Großes bei ihrem Unterfangen erreicht, ihr Volk in die Gesellschaft von Tamriel zu integrieren. Ich bete, dass es durchaus mehr Kooperation erwächst, nicht größeres Misstrauen. Daraus nicht. Lesen und so. So, wir wollen mit besagter Kesho übrigens reden, die ist anscheinend oben. Oh, eine diamantbesetzte Schildkröte. Es ist ein bisschen düster hier, ne? Warte, ich kann auch hier mit. Ich habe noch einen Lichtzauber. Mein Meister, ja. Okay, warum ist er denn versteckt sich hier, ne? Ach, hier ist Kesho. Ich muss mich jetzt übrigens mal ein bisschen zurückhalten, hier random Leute umzubringen, ne? Warte, guck mal, hier sind schon wieder zwei Leute, die sich, die wie geschaffen werden dafür. Oh, nee, seid gegrüßt. Ja, ja. Ich meine, Attentäter gehört, aber es ist recht groß hier, aber übel dunkel, ne? Übrigens, wahrscheinlich auch ein Problem, die alle so mittelalterliche Bauten hatten, ne? Weil, wie willst du so Innenräume hell kriegen? In der Nacht. Wenn du nur Feuer hast, das, da gibt es halt Grenzen, ne? So brennendes Wachs, Holz und so, da kommt halt nur eine gewisse Menge Helligkeit bei rum und alles, was mehr ist. Und das hier, ein Kultist. Gideon wird helfen, wo wir nur können. Hab Dank, Gouverneurin. Ah, hier ist meine Partnerin. Hat sie eine Krone auf? Die hat sie aber letztes Mal nicht gehabt, oder? Freut mich, euch zu sehen. Ich bin gerade damit fertig geworden, der Gouverneurin zu erzählen, was in Leavin geschehen ist.
Warum fragt ihr sie nicht wegen dieses argonischen Worts, für das wir eine Übersetzung brauchen? Das ich schon wieder komplett vergessen habe. Aber gut, dass wir daran nochmal erinnert wurden. So viel dazu, dass das Spiel ist total doof, weil es mir einfach alles vorkommt. Und dann vergesse ich das innerhalb von einer Episode zur nächsten. Hallo, Kishu. Razer Vandasia. Ein Verräter und der Drakultist. Ich fasse es nicht, dass er uns alle so viele Jahre an der Nase herumgeführt hat. Tja. Doch das ist eine Sache für ein anderes Mal. Evely erzählte mir, ihr habt eine Spur, um diese sogenannten Ambitionen zu finden. Nun, es gibt das Gewölbe von Oyel Bak. Schon gehört? Razer Lovidicus tat gut daran, euch zu mir zu schicken. Auf Argonisch heißt Oyel Bak in etwa Grube des Außenseiters. Es gibt eine Landschaftsformation im Süden, die diesen Namen trägt. Leider liegt sie in jenem Gebiet, das der Stamm der Suixan für sich beansprucht. Oh, warte mal, von denen habe ich doch schon mal gehört, oder? Das sind doch die Typen, die in diesen einen Gruppendungeon waren, wo ich partout nicht weitergekommen bin, weil die doch ein bisschen sehr zahlreich, groß und stark waren. Suixan? Ja, den Namen habe ich vorhin gerade eben erst gehört. Das waren die Typen, die ihr die Köpfe der Nachbarn gegeben haben. Die Pech mit dem Heiraten hatte. Die Suixan sind ein wildes Volk. Naga, die Mächte von Tod und Chaos anbeten. Ihr müsst ihr Land durchqueren, um die Grube des Außenseiters zu erreichen. Die Naga erkennen keine Autorität außer ihrer eigenen und der ihrer Anführer an. Sie heißen Besucher nicht willkommen. Ich bin ja höchst überrascht. Nun gut, und wo ist das Ding genau? Kannst du mir das mal in der Karte einzeichnen? Südlich von Steinod. Im Herzen des Reviers der Suixan. Toll. Ich würde zu Vorsicht und Heimlichkeit raten. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, solltet ihr lieber keinen Krieg mit diesem Stamm vom Zaun brechen. Bringt das, was ihr dort findet, hierher zurück. Gideon wird es sicher verwahren. Das garantiere ich euch. Schön, dass ihr bereits weißt, dass da was ist. Das kann ja durchaus sein, dass das andere Leute schon vor uns da waren, oder? Na gut, Evely und ich werden sofort aufbrechen. Oyel Bak, die Grube des Außenseiters, ist eine Landformation südlich von Steinod. Doch nähert euch diesem Ort vorsichtig, denn er liegt im Herzen des Gebiets der Suixan. Ich würde vorschlagen, dass ihr Evely am Rand ihres Reviers trefft und dann von dort aus weitergeht. Oder wir gehen direkt gemeinsam los, damit wir bessere Chancen im Fall von Überfällen haben. Habe ich die Fragen schon mal gestellt mit das ganze andere Zeug? Okay, sie hat keine Ahnung mehr. Wie denn auch? Nein. Er diente den Langhauskaisern von dem Tag an, als sie den Rubinthron an sich rissen und wurde schließlich ein Mitglied des Ältestenrats. Seit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs war er ein vertrauensvoller Berater. Sowohl hier als auch in Leavin. Diese Neuigkeiten sind wirklich erschütternd. Ja, so ist das mit Verschwörern, ne? Der Orden der erwachenden Flamme. Nur das, was die junge Evely mir erzählt hat, bevor ihr eingetroffen seid. Ich hatte vor heute noch nie von ihm gehört. Ich werde jedoch meine besten Schwarzflossen-Legionäre entsenden, um dem nachzugehen. Vandasia lebt schon sehr lange in Gideon. Irgendwer hier muss etwas wissen. Ja, zum Beispiel seine Kumpels. Ich meine, wenn er hier lebt, dann hat er bestimmt doch ein Haus. Das hätte ich ja erstmal komplett auseinandergenommen, ne? Man weiß ja nie. Na gut, doch was über die Suixan? Die Suixan sind brutal. Sie opfern ihre Feinde den dunklen Mächten, denen sie dienen. Und ihr Blutdurst kennt keine Grenzen. Deshalb rate ich zur Vorsicht, wenn ihr in ihrem Gebiet unterwegs seid. Sie werden euch weder Freundlichkeit noch Gnade erweisen. Juhu. Na gut, erzähl mal was von dir, Kisho, obwohl ich deine Biografie eigentlich sogar gelesen habe. Vergebt mir, wenn das wie Angeberei klingt. Ich wuchs in einem winzigen Dorf im fernen Süden auf. Doch ich war mit dem hinterwäldlerischen Leben dort nie zufrieden. Ich sehnte mich danach, mehr über die alten Argonier zu erfahren. Danach meinen Leuten etwas Zivilisation zu bringen. Ja. Schön, schön, schön. Nun gut, und die alten Argonien da bei sich zu Hause, die oder nicht? Ihr habt sicher die Steingebäude im Sumpf gesehen. Die Xanmeer. In uralten Zeiten erschuf mein Volk große Wunder. Die Argonier waren eine große Zivilisation. Dann gaben sie das alles auf
um ein einfacheres und weniger kompliziertes Leben zu führen. Ich habe es übrigens vorgelesen in Episode 986. Keshu Schwarzfoss, ihre komplette Biografie. Das Problem aber an den Argonier, die ihn abgesprochen haben. Also erstmal, die Idee ist ja an sich irgendwie so, naja, wir haben jetzt hier genug von diesen ganzen Hightech-Leben und alles ist irgendwie viel zu viel. Wir machen das hier mal ein bisschen weniger. Aber der Nachteil daran ist natürlich auch, dass jetzt hier irgendwelche Kaiserlichen und alle anderen möglichen Leute halt komplett die überrollen und platt machen und die da halt irgendwie nicht so viel gegenzusetzen können. Aber die eine, wir erinnern uns, die eine Priesterin hat da zwischendurch auch erzählt, die bei den Schleim, komischen Typen, der sein Bewusstsein in Schleim versetzt hat, da hieß es dann auch so, naja, gut, aber dass wir denen abgeschworen haben, diesen ganzen alten Zeug, das wollen wir eigentlich alles gar nicht mehr. Und das, naja, die hatten ja irgendwie schon Grund dafür, ne? Na, wie sind Gideon gelandet? Meine Reisen haben mir das Leid meines Volks aufgezeigt. Ich habe gegen Sklavenjäger der Dunkelelfen gekämpft, die Schwarzflossenlegion ausgehoben, gegen akaverische Invasoren gekämpft, geholfen, den Ebenherzpakt zu bilden. Und ich bin im Krieg der Allianzen dabei gewesen. Nun will ich nur in Frieden Gideon regieren. Tja, bis dann irgendjemand kommt, wenn du alt wirst, der dann alles in den Boden haut. So Legacy aufzubauen ist echt immer ein Riesenproblem. Oder das ist. Na gut, wie lange ist sie jetzt schon hier? Nach vielen Jahren des Kämpfens, einschließlich meiner Zeit als Befehlshaberin der Paktstreitmächte im Krieg der drei Banner, beschloss ich, dass ich genug hatte. Kurz nachdem ich in Gideon eintraf, wurde der Posten als Gouverneurin frei. Es ist mir eine Ehre, der Stadt auf diese Weise zu dienen. Wo genau wurde der eigentlich frei, der Posten? Ich meine, gibt es hier irgendwo, also welche Autorität beruft den Gouverneur, um das mal konkret zu fragen? Na gut, ist das Teil des Ebenherzpakts? Nein. Dunkelforst und die Topalbuchtregion sind unabhängige Gebiete. Wir haben ein Handelsabkommen mit Leyawin, doch ansonsten sind wir auf uns allein gestellt. Wir hoffen, dass der Krieg im Norden und Westen bleibt. Außerdem hoffen wir, dass er bald endet. Ja, auf die eine oder andere Weise bestimmt. Nun gut, kann ich mit Ibeli noch reden? Ah ja, hier. Ich wusste, dass Gouverneurin Keshu hilfreich sein würde. Ich treffe euch am Rand des Gebiets der Sulxan. Dann können wir zusammen diese Grube des Außenseiters suchen. Yay. Bei dem Namen läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter. Ich schätze, er passt wohl zu einem Ort voller dädrischer Waffen. Wir wissen nicht mal, ob da eine dädrische Waffe ist. Es könnte durchaus sein, dass es sich irgendwie die Ambition was komplett anderes ist. Das muss ja nicht unbedingt eine physische Waffe sein, mit der man irgendwie zuhauen kann. Das könnte ja auch irgendwie ein anderer Set von magischen Artefakt sein. Oder es könnte sogar einfach sich nur um verbotenes Wissen handeln. Oder. Na gut, wollen wir wirklich durch Feind die Argonia latschen? Hey, nur weil ich ein bisschen zittern muss, heißt das nicht, dass ich dem nicht gewachsen bin. Es ist eine ganz natürliche Reaktion auf etwas, was sowohl die Worte Grube als auch Außenseiter enthält. Ich bin jeden Schritt des Weges direkt an eurer Seite. Zählt darauf. Ja, gewiss doch. Na gut, dann Bastian, wir gehen los. Jetzt wirst du wirklich mit jedem Schritt an meiner Seite. Was mich leider jetzt ein bisschen davon abhält, das Dienstpersonal umzubringen. Was? Wer sind die denn hier alle? Okay, dann sehen die mich, wenn ich hier rumklaue? Ja, schleicht das mal mit mir, ne? Ich bin immer bereit zu helfen. Ich lausche. Was habt ihr auf dem Herzen? Oh, er kann was über sich erzählen. Ich wurde als Magier ausgebildet und kann daher recht gut mit einem Zerstörungsstab umgehen. Ich bin auch ganz gut als Schildwand. Ihr wisst schon, einhändige Waffe und Schild? Habe ich mal versucht, hat nicht so gut geklappt. Braucht ihr etwas? Was ist einfach? Haben die schon mal die besten Puppe? Ist ja cool. Okay, gut, ich muss gucken, ob Miri sich auch daran stört, dass ich mich einen Scheiß klaue. Das ist halt ein NPC, der sich daran stört, dass ich irgendwas klaue, ist natürlich irgendwie... Fuck, wo kriege ich denn einen Kleptoman-NPC her, der sich darüber freut, dass ich irgendwas klaue? So, wo muss ich jetzt... Ach, da unten, da war ich, siehst du... Doch, da war ich schon mal, im Feldsein, aber überall woanders noch nicht. Okay, ich fürchte übrigens, dass wir da nicht ankommen werden. Heute mehr. Was ist das hier noch? Ach, das ist, glaube ich, nur für den Ruhm, oder?
Ah, für den Ruhm. Okay. Wo ist denn hier das? Sieht sehr irritierend aus, wenn man so schnell über die Karte läuft, weil die Karte ja eigentlich winzig ist. Die verschiedenen Zoomstufen der Karten sind dafür auch ein bisschen irritierend, ne? An sich ist die Stadt ja nicht gerade groß. Na gut, dann reiten wir mal gegen. Naja, nicht nur Fettschein so gesehen. Jetzt kann ich mir aber Leute umbringen. Was macht dieser Bastian mich ernsthaft zu einem besseren Menschen? Das ist ja schrecklich. Hier müssen wir bei Gelegenheit los. Wir hoffen, dass im nächsten DLC. Es müsste noch ein Story-DLC kommen, ne? Ja. Dass im nächsten DLC die. Dass irgendwie ein Begleiter kommt, der vielleicht ein bisschen moralisch flexibler ist. Also ich weiß nicht, daran stört. Muss es ja nicht aktiv gut finden. Aber dieses. Darfst du nicht klauen? Meine Kishu wird ja wohl reich genug sein. Obwohl das, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, bei Kishu gerade jetzt so mit der moralischen Überlegenheit zu argumentieren, ne? Bei den meisten anderen Leuten, die stillen Hallen, bei den meisten anderen Leuten, die wir so treffen, ist das ein Gruppenverlies eigentlich? Es ist ein offenes Verlies. Ich muss nämlich auch noch so ein Rennen da reinzukommen. Naja, gut, immerhin. Aber wir sind auf Kurs, nicht wahr? Flügel, kann ich wegen reden. Ich will jetzt ganz gern, dass es Tag ist. Ich könnte wahrscheinlich einfach abwarten. Ich habe eh Hunger. Ich könnte quasi Mittag machen und danach wäre es bestimmt hell. Aber ich habe noch ewig Zeit für die Geschichte hier. Und es gibt auf jeden Fall eine Nebenquest. Also zu diesem Thema. Wir werden also es wieder nicht schaffen. Obwohl, wenn ich drinnen bin, dann könnte es auch Tag werden. Ich muss halt bloß, wo wir bis dahin da hinkommen. Wir treffen jemanden, den wir kennen. Nee. Nicht jemanden, den wir kennen. Ich habe gehört, dass die Leute in diesem Turm der Lügen misshandelt und ausgehungert wurden. Ich frage mich, ob sie hungrig genug gewesen sind, um... Ach, egal. Sich gegenseitig aufzuessen? Das passiert, glaube ich, relativ schnell. Nun gut, da haben wir jetzt ja heute Kishus Weisheit erfahren. Dann werden wir uns mal dieses Gruppenverlies angucken. Mal sehen, wie weit... das ist ein offenes Verlies. Mal sehen, wie weit ich da komme... bevor ich einfach sang- und klanglos sterbe, weil ich sehe gerade keine anderen Spiele, die mir in solchen Fällen helfen könnten. Aber alles beim nächsten Mal.